verehrtes Publikum, ich und meine Frau, meine Tochter, meine Leute, meine Tiere, wir sind bereit. Was wir wollen, ist einfach Sie von der Last des Daseins befreien. Ich sehe es Ihnen an, meine Damen und Herren, wie sehr diese Last Ihre Seelen bedrückt. Eine schwere Last und nicht abzuschütteln. Auch nicht, wenn Sie Trost bei der Flasche suchen. Auch nicht, wenn Sie vor Liebe zu sterben vermeinen in den Armen Ihrer Geliebten oder gar der eigenen Frau. Ich sehe die Gespenster, die Ihre Seelen quälen, die Fliegen Ihrer Lügen, die Hengste Ihrer Ängste, die Herde der Pillenmorde, die Mauer Ihrer Trauer, die furchtbare Last der Angst vor dem Leben. Oft stärker noch als die Angst vor dem Tode. Doch jetzt sind wir hier. Und ich und meine Frau, meine Tochter, meine Leute, meine Tiere, wir sind bereit, Sie von dieser Last zu befreien. Ganz gleich, wie teuer Ihr Platz ist, wir sind der Zirkus von Gott erschaffen. Denn als der Herr der Träne befahl, sie solle fließen, erschrak er darüber. Und er schuf dieses Zelt und lächelte und sprach, es werde die Manege. In unserem Programm sehen Sie eine Folge. Hinaus mit dir! Hinaus! Guten Abend, liebe Zuschauer. Was Sie soeben sahen, das war der Anfang des Stückes August, August, August von Pavel Kohut. Und bei ihm sind wir heute Abend zu Gast, nicht in der Tschechoslowakei, sondern hier in Meckern, im Haus seiner Freunde. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Und nun war das, dieser Anfang ja, ein Wunsch von Ihnen, Pavel Kohut. Warum? Ich hatte dazu drei Gründe. Erstens ist August mein Lieblingsstück. Zweitens ist August mein meistgespieltes Stück. Und drittens wollte ich auch dadurch darauf aufmerksam machen, dass Sie heute mit dem professionellen Dramatiker und nicht mit dem professionellen Dissidenten sprechen. Ich kann nur eines sagen, wenn wir von Zirkus sprechen, wir beide befinden uns auf dem hohen Trapez als Akrobaten, vor allen Dingen Sie, Pavel Kohut, und Sie arbeiten ohne Netz und ich glaube, das darf man hier ohne weiteres erwähnen. Es ist ja so, dass Sie in der Tschechoslowakei keine öffentliche Tätigkeit ausüben können, dass Sie aber jetzt gewissermaßen Urlaub, Westurlaub erhalten haben. Sie konnten für ein Jahr in den Westen reisen und sich hier ein Jahr aufhalten. Wie kommt das? Mit dem Saltans ohne Netz ist es halb so schlimm, weil das lernt man nämlich auf dem Boden. Und auf dem Boden möchte ich auch bei dem Gespräch bleiben. Wie kommt das? Es ist an und für sich auf den ersten Blick ganz einfach. Man stellt den Antrag und man bekommt das Ausreisevisum. Ich bin natürlich erwachsen genug, um zu wissen, dass es nicht so einfach war. Ich will vermuten, dass eigentlich ich deswegen vor allem die Ausreise bekam, weil ich vorher den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur erhalten habe und dass man mich eingeladen hat, diesen Preis persönlich entgegenzunehmen. Und welche immer Gründe zu der Entscheidung führten, dass man mich rausgelassen hat, ich halte sie für sehr vernünftig. Es ist an sich erstaunlich und beachtlich, würde ich sagen, dass Ihre Regierung, Sie, der Sie ja doch ein kritischer Mann sind, also Ihnen zugesteht, hierher zu fahren. Und da fragt man sich unwillkürlich, wurden Ihnen irgendwelche Bedingungen auferlegt? Meinen Sie Spionageaufgaben? Oder? Nein, das meine ich gar nicht. Sondern, ja, dass Sie sich in einer gewissen Weise zu verhalten hätten oder dass das irgendwie eine Absprache war vielleicht? Die einzigen zwei Beamten, die ich gesehen habe, war der Beamte, dem ich den Antrag stellte und der Beamte, der mir den, und meine Frau den Reisepass aushändigte. Es ist aber, das muss ich ehrlich sagen, eine Spielregel, dass ich mir selbst ausgedacht hatte. Ich habe nämlich bevor ich wegfuhr, verfolgen können, dass viele Reisen natürlich ohne Rückkehr endeten, da sich die Reisenden unterwegs zu der einheimischen Problematik geäußert hatten.
Und deswegen habe ich mich entschlossen, mich vor allem meiner künstlerischen Tätigkeit zu widmen, da ich der Meinung bin, dass ich also in den vorigen Jahren, in den letzten 20 Jahren, sehr vieles öffentlich gesagt habe. Entweder kennt man das und man muss es nicht wiederholen, oder kennt man es nicht und dann ist man halt zu spät gekommen. Ja, nun sind Sie ein, ich darf das schon so sagen, Sie sind mir da nicht böse, prominenter Mann, ein berühmter Mann. Ihre Ausreise hat doch wahrscheinlich auch mit dieser Tatsache zu tun gehabt. Ja, darüber habe ich natürlich auch nachgedacht, weil Prominenz, das ist etwas Außergewöhnliches und es ist immer die Frage, ob man Außergewöhnliches unternehmen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich zwei Sorten von Prominenz. Die eine würde ich eine ererbte Prominenz nennen, das ist die Prominenz des Adels oder Prominenz der Gelder. Oder eine Prominenz, der man sich bemächtigt, das ist die Prominenz der Macht. Ich habe das Gefühl, dass meine Prominenz eigentlich nicht jedem, aber vielen zugänglich ist. Man muss nur das kleine Talent, das man mit 17 hat, und das hat fast jeder Gedichte schreibt, wenn man ja, wenn man gute schreibt, ja. Dann muss man halt dieses Talent 33 Jahre strapazieren und 23 Theaterstücke schreiben und 13 Drehbücher und 3 Prosabücher. Und dann muss man noch dazu Lust haben, fortwährend eigene Fehler öffentlich zu korrigieren und noch dazu versuchen, sich selbst treu zu bleiben. Und wenn man also diese Geduld und diese Lust hatte und schon zum Prominent wurde, dann hat man wieder zwei Möglichkeiten. Entweder aus dieser Prominenz wie aus einem Kapital für sich selbst allein zu leben oder dieses Kapital zu einem guten Zwecke zu verwenden. Und das war auch mein Gedanke. Der Zweck, den ich im Sinne habe, ist eine wirkliche Entspannung in Europa und eine Möglichkeit für alle meine Freunde und Landsleute, in einer solchen entspannten Europa auch weiter arbeiten zu dürfen und auch reisen zu dürfen. Dann könnte es also sein, dass Ihre jetzige Reise, Ihr Aufenthalt im Westen vielleicht eine Art Wegbereiterrolle zukäme. Das wäre vielleicht zu viel gesagt, also diese Gefühle habe ich nicht, aber ich versuche wirklich etwas. Ich glaube nämlich, dass an einer solchen Situation, deren Gründe man wirklich nicht erwähnen muss, weil die sind schon also längst hinter uns, dass es eine Situation ist, die niemandem dient. Es ist nämlich eine Situation, die es verursachte, dass einige isoliert und einige andere emigriert leben müssen. Man kann sagen, es ist natürlich nur ein wesentlich kleiner Teil der Gesellschaft. Nur, ich habe das Gefühl, dass eine Gesellschaft, das ist etwas wie, das unterliegt dem Gesetz, und jetzt fällt mir das deutsche Wort, den Gewässern, Vereinigten Gewässern, oder wie? Der kommunizierenden Röhren? Kommunizierenden Röhren, ja. So schön klingt das. Ja. Und wenn also ein paar Leute sich nicht völlig entfalten können, dann vielleicht leidet daran die ganze Gesellschaft. Sie könnten ja, nachdem Sie doch sehr viel gespielt, hier verlegt werden, sehr viel gelesen werden, materiell sorglos im Westen leben. Das wäre keine Schwierigkeit für Sie, materiell sorglos, sage ich. Aber das tun Sie nicht. Sie wollen zurückkehren und dafür haben Sie natürlich auch Ihre guten Gründe. Sie haben das Wort materiell betont und Sie haben recht, weil materiell sorglos zu leben bedeutet bei weitem nicht sorglos zu leben. Wenn ich an meine, ich darf es vielleicht sagen, obwohl ich Sie so schätze und Sie älter sind, westeuropäische Kollegen denke, an einen Heinrich Böll oder einen Friedrich Dürrenmatt, ob die sorglos leben, dann möchte ich sehr zweifeln. Außerdem habe ich das Gefühl, dass entweder interessiert man sich als Mensch um die Verhältnisse und dann würde ich mich natürlich auch hier um die Verhältnisse interessieren müssen. Und ich glaube, es ist wirklich zu spät, dass ich mich auf alte Knochen noch um die schweizerischen Verhältnisse interessieren würde. Dann interessiere ich mich mit Recht um die tschechoslowakischen Verhältnisse. Und wenn ich hierher käme, um mich nicht kümmern zu müssen um die Verhältnisse, dann könnte ich auch zu Hause bleiben
und mich nicht um die Verhältnisse zu kümmern. Ich habe gesagt, Sie könnten materiell sorglos hier leben. Darf ich eine ganz banale Frage stellen? Nachdem Sie an so vielen Orten aufgeführt wurden, wie oft und wo wurden Sie jetzt in den letzten Monaten vielleicht aufgeführt? Ich habe eine Aufführung gesehen in München vom armen Mörder und vor einigen Jahren auch vom armen Mörder in New York. Aber es sind ja viele andere Orte noch. Ja, es tut mir leid und ich bin sehr froh darüber, dass ich es nicht im Gedächtnis habe. Aber weil Sie mir diese Frage schon früher gestellt hatten, habe ich wenigstens die Hochziffern verlangt heute von dem Verlag. Und ich habe feststellen können, dass der meistgespielte August in den letzten 10 Jahren 73 Aufführungen mit circa 2000 Vorstellungen hatte und 73 Inszenierungen, ja, sorry. Und alle die Stücke, die hier gespielt werden, davon natürlich auch viele, die früher in Prag und in den anderen Ländern gespielt wurden, insgesamt 243 Aufführungen mit circa 6000 Vorstellungen hatten. Das ist eine ungeheure Zahl. Das ist eine gute Zahl, ja. Aber das ist natürlich eher der Verlag so tüchtig als... Aha, ja, das weiß ich nicht, ob das nicht eben doch sehr am Autor liegt. Ich habe natürlich eine Frage. Wir sprechen hier, ich habe es am Anfang gesagt, im Haus Ihrer Freunde in Luzern. Das sind Verlegerfreunde, aber man kann sich fragen, wieso gerade hier, wieso gerade nicht nur in der Schweiz, sondern ganz spezifisch noch in Luzern? Weil die Stadt Luzern wurde zu einer Verlagsstadt der tschechischen Literatur und die Bücher, die zum Beispiel hier auf dem Tisch liegen, das sind meine Bücher, die in Luzern, anfänglich im Seebucher Verlag, jetzt in dem Nachfolger Reich Verlag verlegt worden sind. Und wenn man also den Blick nach unten wirft, dann stehen dort andere Bücher, andere tschechischen Kollegen, die auch in Luzern verlegt worden sind. Und wenn man den Blick noch weiter wirft, dann liegt da ein Haufen von Büchern, die schon also in den bedeutenden Weltverlagen verlegt worden sind, weil die Rechte also von Luzern aus von dem Generalvertrag sich entwickeln und also weiter dann geleitet werden. Deswegen also Luzern als eine Stadt, die ich schon seit 11 Jahren besuche und was schon heute kenne, der tschechischen Literatur gibt. Mhm. Ich habe die folgende Frage, die sich ja aufdrängt. Sie leben, wohnen, aber ich nehme an, arbeiten vor allen Dingen hier während dieses Jahres. Was genau tun Sie? Zum Beispiel schreiben, können Sie das? Sie reisen ja viel, Sie haben inszeniert, das weiß ich. Kommen Sie da überhaupt zum Schreiben? Sie werden sich wundern. Ich komme zum Schreiben. Das könnten Sie sogar meiner Farbe entnehmen, weil alle meine Freunde wissen, dass ich am liebsten auf der glühenden Sonne schreibe. Und weil ich also doch ein bisschen braun bin, bedeutet das, dass ich die letzten Tage auf der glühenden Sonne geschrieben habe. Ich habe diese, und das wo? Und das im Hause meiner Freunde und komischerweise im Hause des Freundes, der in dem kleinen Abschnitt, den wir gesehen haben, den August gespielt hat, nämlich den Schauspieler Peter Striebeck. Ich habe diese Reise angefangen mit einer Reihe von meiner Premieren und nicht nur meiner. Ich wollte auch wissen, was und wie man spielt. Und deswegen also versuchte ich, einige bedeutende Inszenierungen zu sehen. Dann hat sich eine Situation entwickelt, dass das Haus, wo ich eigentlich engagiert bin, das Burgtheater Wien, plötzlich ein Loch im Repertoire hatte. Und da haben wir die Dramaturgie, ich habe einen schönen Titel, Konsulent der Direktion. Berater, ja. Dramaturgie, das ist ein schöner österreichischer Titel. Haben wir Revisor vorgeschlagen und es hat sich so ergeben, dass ich inszenieren durfte. Das war eine großes Erlebnis. Ja, da habe ich hier, ich habe gehofft, Sie sprechen davon. Ich habe nämlich hier, Sie kennen es ja wahrscheinlich, dieses außerordentlich schöne Plakat. Und ich kann es da schwer halten. Nämlich, ich kann dir gleich helfen. Gogol also und hier Inszenierung Pavel Kohut. Ja, das bin ich. Und ich nehme an, das war eine schöne Arbeit für Sie. Das war eine wunderschöne Arbeit, weil es ist nämlich ein Spielplatz, wo mir wirklich niemand hilft und wo nichts gilt. Also keine Titel, keine Verdienste, keine Vergangenheit. Das sind Schauspieler und Regisseur.
Und es hat mir also wirklich unheimliche Freude bereitet, dass das geklappt hat. Auch natürlich dank den hervorragenden Schauspielern, die ich zur Verfügung hatte. Und dass diese Premiere eigentlich gut gelaufen ist. Wenn ich gut gelaufen sage, dann will ich nicht sagen, dass es eine gute Premiere war. Nur ich habe leider die Besprechungen nicht. Ich wollte sie besorgen und das ist dann irgendwie unters Eis gegangen. Die sind sehr verschiedentlich. Die sind sehr verschiedentlich, ja. Sind sehr positiv und sehr negativ. Und also eigentlich so, wie sie sein sollen. Ja. Die Vorstellung ist ausverkauft, was natürlich auch erfreulich ist. Das ist auch natürlich kein Beweis von nichts. Und nachdem habe ich endlich auch Zeit gehabt, mich wieder der Schriftstellerei zu widmen. Ich schreibe an einem Drehbuch nach dem Stück Armer Mörder. Das ist nämlich... Das ist Ihr eigenes Stück? Das ist mein eigenes Stück. Und das war ein Wunsch von Maximilian Schell, der in diesem Film das erste Mal gemeinsam mit Maria Schell auftreten möchte. Ah, das ist aber außerordentlich schön, dass ja. Die beiden mal zusammen sind. Ja, Maria Schell hat die Broadway-Aufführung von Armen Mörder gespielt. Die habe ich gesehen und da war sie ja ausgezeichnet, hatte glänzende Besprechungen. Obwohl das keine Hauptrolle ist, keine eigentliche, ja. Aber da war sie außerordentlich erfolgreich und auch wirklich gut. Ich habe nicht gewusst, dass Sie es gesehen haben. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich hatte wieder das Glück, dass Maria Schell dann, wenn sie in Prag drehte, uns besuchte. Und so entwickelte sich dieses Projekt. Das Drehbuch ist jetzt also schon halb fertig und ich glaube, ich... Können Sie dann bei den Dreharbeiten dabei sein? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob das notwendig wird. Erstens weiß ich nicht, ob ich das kann, weil, wie Sie wissen, möchte ich gerne bis zum 28. Oktober zurückzukehren. Und zweitens weiß ich nicht, ob die das wollen. Mhm. Weil manchmal ist es viel gesünder, wenn der Autor zu Hause sitzt, als dass er am Drehort stört. Und noch dazu, wenn er selbst ein Regisseur ist. Ich halte das ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Also ich bin natürlich ich muss es sagen, wirklich, ich glaube, er ist ein toleranter Mensch. Aber trotzdem, es ist keine Bedingung, dass ich dabei sein muss. Ich möchte gerne von Ihnen ein bisschen hören über Ihr Herkommen. Das ist ja sicher nicht unwichtig. Ich habe keine Ahnung, wer Ihre Eltern waren, wie Ihre Jugend war, das Milieu, in dem Sie aufgewachsen sind. Können Sie ein bisschen das schildern? Ja, meine Mutter war eine kleine Bankbeamtin. Im Jahre 1918 hat sie meinen Vater getroffen, der Sohn eines Bergingenieurs war, der bei einem Bergunglück in der Rettungsmannschaft das Leben verloren hat. Mein Vater war ein ausgezeichneter Mensch. Er war zwar ein Ökonome, aber ein Lebenskünstler. Bis heute passiert mir, dass mich schöne 70-jährige, 80-jährige Frauen treffen und sagen, entschuldigen, sind Sie nicht der Pavel Kohout? Ich sage ja und die sagen, ach, da sind Sie der Sohn von Ottomar Kohout. Ich glaube, das ist also die schönste Auszeichnung, die man, das sage ich also jetzt heute, 20 Jahre nach seinem Tode. Er ist im Jahre 1914, im Juli, hat er einen Studentenausflug gemacht nach Krakau. Dort hat er sich diesen Ring gekauft. Das ist der, das hat man, das hieß Junggeselle-Ring. Ich trage ihn erstens, weil es der Ring meines Vaters ist und zweitens, weil meine Frau aus Versehen Junggeselle als junge Seele anspricht. Ja, junge Seele statt Junggeselle. Und dann dieser Ausflug endete für ihn nach 7 Jahren. Er wurde Zivilgefangener und konnte sich aber in Sibirien frei bewegen und hat alles Mögliche gemacht. Außer anderem, wichtig, war er 3 Jahre Zirkusdirektor. Und da kam das gibt einen Bogen zu Ihnen? Ja, ich weiß es nicht, aber jedenfalls war er das, der mir das erste Pimperle, das heißt also die erste Marionette, in die Hand gab und dann auch den Cyrano de Bergerac, als das Stück, das eigentlich mein Leben entschieden hat, indem ich mich in das Stück so verliebte, dass ich eigentlich schon von damals Theater machen wollte. Wenn ich also an die Stationen, die wichtigen Stationen meiner Jugend denke, dann würde ich sagen, erstens eine kleine polnische Stadt, Oświęcim,
Dort war ich, wenn ich 3 Jahre alt war. Aber trotzdem wird diese kleine Stadt noch eine wichtige Rolle spielen. Von der Stadt weiß ich nur, sehe ich nur einen Körper eines großen Hundes, der durch eine Glastür infolge eines Sturms springt. Dann erinnere ich mich schon sehr, sehr präsent auf München, weil ich also mit meinem Vater als 10-Jähriger alle die Demonstrationen erlebte und deswegen auch ein so starkes Gefühl der damaligen Verlassenheit. Ein wichtiges Erlebnis war die Freundschaft meines Vaters mit einem orthodoxen Priester, Wladimir Petřek. Das war der erste Mann, der über Poesie mit mir sprach, weil er Poesie schrieb, und über Marxismus, weil er Philosoph war. Wir kommen gleich darauf. Ich habe noch eine Frage zum ganz alltäglichen Leben. Waren Sie nicht mal auch in einer Sängergruppe? Das kam später. Ah, das kam später. Das kam später, aber dieser Wladimir Petřek, da muss ich es noch zu Ende sagen, eines Tages öffne ich die Zeitungen und sehe sein Gesicht im Jahre 1942. Er war einer der 4, die Reinhard-Heydrich-Attentäter in der Prager Kirche, Borromäus-Kirche, versteckt hatten. Die waren verhaftet, alle 4 gefoltert und 3 haben es nicht ausgehalten und 3 große Freudenkreise wurden praktisch ausgerottet mit Frauen und mit Kindern. Wladimir Petřek, der Einzige, hat geschwiegen und sein Freudenkreis und auch mein Vater blieben also unversehrt. Dann das wichtige Ereignis meines Lebens, Prager Aufstand. Da war ich in dem Jugendensemble des Tschechoslowakischen Rundfunks. Das war eine dramatische Gruppe. Und ich habe also Kampf um den Rundfunk als 17-Jähriger erlebt. Ich war nicht Kämpfer, ich war ein Läufer. Aber es war ein wichtiges Ereignis. Und die 4 Nächte und 4 Tage des Wartens auf Tod oder Befreiung und dann die Rote Armee, das war natürlich... Das war am Ende des Krieges, am Ende der Besetzung. Das war der 5. bis 9. Mai 1945. Und dann kam bald darauf der Besuch der kleinen Stadt, wo ich als 3-Jähriger wohnte, der kleinen Stadt Oświęcim, und die hieß dann Auschwitz. Und die Vorstellung, das Gefühl, dass ich damals als Kind 3 Jahre in einer kleinen polnischen Kurstadt lebte, die während der 15 Jahre zu einer Massenfabrik, Todesfabrik, das war natürlich schon wichtige Sachen. Und so kann man auch verstehen die Entwicklung des jungen Bürger und des jungen Dichters. Des jungen Bürgers, sagen Sie. Sie haben angedeutet, den Hintergrund war, aufgrund dessen Sie dann zum Kommunismus gekommen sind. Ja. Das ist dieser ganze Hintergrund, die Kindheit, das Aufwachsen, die Besatzung natürlich. Weltwirtschaftskrise, wo mein Vater 2 Jahre ohne Arbeit war, obwohl er 7 Sprachen sprach. Also alle diese Sachen haben sich verschmolzen in das Gefühl, dass halt etwas kommen muss, was die Welt wesentlich verändert. Sie waren dann in der Partei tätig. Sie waren kurze Zeit ganz jung, 21-jährig, glaube ich, Kulturattaché in Moskau. Aber später dann, im Verlauf der späteren Jahre, wurden Sie kritischer Kommunist. Was waren denn da die Anstöße und die auslösenden Momente? Das kann man mit einem Wort sagen. Und das ist vielleicht etwas von allgemeiner Gültigkeit. Ich glaube nicht, dass es nur für meine Generation und für die Tschechoslowakei gilt, sondern auch für jüngere Generationen. Die Begeisterung der Jugend ist manchmal und oft rein, aber manchmal und oft blind. Und dann kommt die Lebenserfahrung. Meine Lebenserfahrung kam ziemlich früh. Ich war vor allem längere Jahre in Zeitungen, die sich also mit die kritischen Rubriken hatten, und dann 3 Jahre in der Armee. Den größten Teil davon Armeekorrespondent, aber trotzdem habe ich unzählige Nächte, Tage, Wochen, Monate mit Leuten in Ausnahmesituationen verbracht, und plötzlich also kam eine normale Lebenserfahrung, nicht nur politische Erfahrung. Und dann natürlich kam schon die erste Reaktion, mein erstes kritisches Stück, Septembernächte, über die Armee, und es muss gesagt haben, das Theater, das es gespielt hat, gehörte der Armee. Das war das Theater der tschechoslowakischen Armee.
Und dann kamen die Enthüllungen des 20. Parteitags. Das wären die Prozesse gegen... Dass die Prozesse... Slansky und andere. Ja, dass die also verlogen und manipuliert wurden. Ich muss sagen, also bis heute, ich war in der Zeit, und das ist etwas, was man doch betonen muss, ich war der Dichter, nicht der Richter. Ich wurde selbst von dem Richter betrogen, aber trotzdem spüre ich da auch meine Verantwortung. Ich nenne es intellektuelles Versagen. Und ich versuchte dann alles zu machen, dass dieses intellektuelle Versagen nicht zum ethischen Versagen wird. Wenn so etwas passiert, dann sind eigentlich nur drei Auswege möglich. Selbstmord, und das haben auch manche ausgeübt. Zynismus, dass man sich sagt, also Kinder, es gilt nichts und machen wir uns also bequem im Leben. Oder aber man versucht dann die Ideale seiner Jugend, und dazu muss gesagt werden, jeder Ideal, ist das der Ideal? Jedes, ja. Jedes Ideal eigentlich ist immer progressiv und immer gut. Und wenn man die Ideale aller Revolutionen zusammenzählt, dann sind es natürlich dieselben, die ähnlichen, die schönen. Und ich versuchte und versuche trotzdem, ihnen zur Welt zu helfen. Sie tun das nicht nur als Bürger durch... zum Beispiel durch Beteiligung an Bürgerinitiativen, sondern natürlich auch in Ihrem Werk. Und Sie sind, so wie ich sehe, aber vielleicht korrigieren Sie mich, vielleicht ist das falsch, für uns jedenfalls in erster Linie der Dramatiker. Nun, die Frage, was soll und was kann denn das Drama eigentlich? Hier im Westen gibt es Gruppen, es sind meistens die Progressiven, die lange geglaubt haben, vielleicht heute noch glauben, man könne von der Bühne aus die Welt verändern gleichsam oder mindestens die Menschen. Oder ist es nicht vielmehr so, dass man sie zwar nicht verändern kann, aber dass man vielleicht nur durch das Drama die Menschen moralisch stärken kann? Also im Sinne von Schillers moralischer Anstalt. Wie sehen Sie das? Verschiedentlich, Herr Gautsch. Ich glaube, ich halte die Daumen allen, die davon überzeugt sind, dass das Theater die Welt verändern kann. Ich halte Ihnen die Daumen, weil ich also keinen Theatermensch kenne, der eigentlich etwas Negatives möchte. Es sind alles der Leute, etwas anderes glaubt. Und Sie meinen was Positives? Ja, ich glaube, alle wollen also die Gesellschaft also eigentlich zum Positiven verändern. Ich natürlich, der ich schon leider 50 ist, ich bin sehr skeptisch in der direkten Wirkung des Theaters. Aber ich bin nicht skeptisch trotzdem, was die Tatsache betrifft, dass das Theater existiert. Ich glaube da an das lateinische Sprichwort «Guta cavat lapidem non vice cepe cadendo», nämlich der Tropfen hüllt den Stein nicht nur durch die Kraft, sondern dadurch, dass der Tropfen fällt und fällt und fällt. Und ich selbst als Zuschauer habe ein paar Mal im Leben einen großen Theaterabend erlebt. Und weil ich mich an diese Abende erinnere, muss ich zugeben, die haben etwas in mir geändert. Die haben sich also in mir konserviert. Und sonst, also für mich persönlich, ist heute Theater entweder wirklich eine Quälerei, wenn es nicht gelingt und wenn es nicht geht, oder ein Wunder, wenn es funktioniert. Da kann ich eigentlich nur zustimmen, so geht es mir ganz ähnlich. Aber wenn ein großes Theater gespielt wird, dann ist es natürlich packend und dann geht es auch unter die Haut. Und nicht wenige Ihrer Stücke gehen natürlich unter die Haut. Ganz besonders, es ist, Sie sagten es vorhin, Ihr Lieblingsstück, nämlich August, August, August. Und wir hier betrachten es, empfinden es natürlich als hochpolitisch. Genauso wie gewisse Prosa, ich kann nicht sagen Stücke, die Sie schreiben, sondern Prosa-Werke, also in Sachen Adam Juracek gegen Sir Isaac Newton. Das ist die Geschichte eines Mannes, der plötzlich an der Decke gehen kann und niemand will ihm das glauben. Und es gibt viel Unmus, wie wir im Dialekt sagen, also viel Durcheinander. Dann Die Henkerin, ihr neuestes Buch, das natürlich auch brisant ist. Aber gibt es da, das sind ja Parabeln, aber ich könnte mir denken, Sie haben das mal angedeutet, dass es da auch
Missverständnisse gibt. Nämlich auf Seiten des Publikums. Und vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Aber das Publikum ist nicht das Schlimmste. Das Publikum, meiner Meinung nach, versteht die Stücke ganz einfach, so wie auch ich Stücke verstehe. Das Schlimmste daran ist also ein Teil der westeuropäischen Kritik, die sich also immer krampfhaft bemüht, Tagespolitische in den Stücken, in den Romanen zu entdecken. Ja. Und das ist natürlich das, ich will nicht sagen unfaire, aber falsche und traurige. Wenn man einen Pinter sieht, um ein Beispiel zu nennen, einen Ionesco sieht, um ein Beispiel zu nennen, dann fragt man kaum, was der Pinter eigentlich gegen die englische und was der Ionesco gegen die französische Regierung sagen wollte. Aber bei einem tschechischen Stück fragt man das ganz automatisch. Ja? Und der August, das ist ganz, ganz toll und beispielhaft. August, schon der Name deutet daran, dass es ein politisches Stück ist, dass es eine Anspielung an gewisse Ereignisse ist. Aber das Stück wurde in Prag gespielt schon im Jahre 67 und ist entstanden eigentlich in der ruhigsten Phase der kulturellen Entwicklung in der Tschechoslowakei. Als Bedürfnis. Und wenn Sie mich fragen, was das zu bedeuten hat, dann würde ich Ihnen sagen, viel mehr als Machtspiel. Ich glaube, der Herr Direktor, wenn Sie wollen, kann auch derjenige sein, der eigentlich überhaupt den Mensch als solchen in die Manege, also es heißt in die Welt schickt, ja, und dann ihn beobachtet, was er da macht. Wenn Sie wollen, weil natürlich kann man das dann auf 50 verschiedene oder wie ich hier sehe, 73 verschiedene Arten spielen. Für uns jedenfalls ist das Stück zweifellos, wir betrachten es, auch wenn man es, und das soll man sicher nicht, auf die Tagespolitik bezieht, als brisant, genau wie der Juracek, genau wie der Roman Die Henkerin, dann auch ihre Beteiligung an den Bürgerinitiativen, ich habe es erwähnt. Das gibt uns im Westen natürlich den Eindruck eines, ich darf das sagen, eines sehr mutigen Mannes, der zu seinen eigenen Überzeugungen steht, auch wenn daraus Schwierigkeiten resultieren können. Aber Sie haben einmal angedeutet, dass Ihnen bei dem Wort mutig gar nicht so recht wohl, gar nicht so recht geheuer ist. Das ist eine optische Täuschung. Also, so komisch es klingen mag, ich halte mich vielmehr für einen ängstlichen Menschen. Und ich habe das dafür eine Erklärung. Ich war als Kind, erstens war ich ein Einzelkind und zweitens war ich unheimlich und fortwährend krank. Ich habe alle Kinderkrankheiten absolviert und noch in die zweite Klasse der Volksschule musste mich meine Mutter zur Belustigung meiner Klassenkameraden auf den Händen tragen in die Schule. Also ein solcher schwacher Knabe ist kaum ein mutiger Knabe. Aber es ist mir immer öfters und öfters passiert, dass ich mich einfach in einer Situation entscheiden musste, was ich mache. Und dann habe ich mir, wenn es also wirklich mir nicht zumute war und wenn ich mir dachte, um Gottes Willen, letzten Endes bin ich auch ein Mensch und ich habe es schon satt und ich möchte auch mich jetzt wirklich an mein privates Leben und mein Schreiben konzentrieren, dann letzten Endes habe ich mir dann vorgestellt, was für Auswirkungen es haben könnte auf die Sache selbst. Jetzt meine ich keine konkrete Sache, aber die Sache, um die es ging, an meine Leser, weil jeder Autor hat gewisse Verantwortung den Lesern gegenüber. Und vor allem, was für eine Auswirkung es für mich selbst, für meine innere Integrität hätte. Und wenn ich mir vorgestellt habe, was alles passieren würde, dann habe ich mir gesagt, also einen solchen Mut, feige zu sein, habe ich eigentlich nicht. Und ich habe es immer über mich ergehen lassen. Manchmal wirklich ergehen lassen, weil manchmal kann man nichts mehr und nichts weniger machen, als auszuharren und hoffen, dass es gut ausgeht. Deswegen nenne ich mich einen optimistischen Fatalisten, weil ich zwar alles mache, um meinem Schicksal Trotz zu bieten, aber wenn es schon zu Naturkatastrophe kommt, dann erwarte ich mit Neugier, wie es weitergeht. Sie haben einmal davon gesprochen,
dass es letzten Endes nicht zwei Literaturen gäbe, nämlich die im eigenen Land und diejenige von Emigranten, sondern in 100 Jahren gibt es nur noch eine tschechische Literatur, nämlich die gute und dann eben die andere. Und das stimmt ja sicher, also Subspecie Eternitatis, also unter dem Gesichtswinkel der Ewigkeit. Aber hier und heute in der Gegenwart gibt es ja vielleicht doch zwei, also beispielsweise in der Bundesrepublik die eine und in der Deutschen Demokratischen Republik vielleicht eine andere. Deutsche Literatur meinen Sie? Deutsche Literatur in diesem Falle, nicht wahr? Dann haben Sie noch zwei weitere vergessen. Die Schweizer deutsche Literatur und die schwedische Literatur, deutsch geschrieben, und andere Literaturen, ja, die auf Deutsch geschrieben sind. Ja, und sind das verschiedene Literaturen? Das ist doch eine Frage, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich sage nur, was ich mir denke. Ich glaube, also wenn ich über, von der tschechischen Literatur spreche, dann muss man eigentlich jetzt von drei Ästen, sag mal Äste, ja? Ja, Ästen ja, sprechen. Also die eine, die offizielle, also ich will nicht sagen offizielle, weil ich will wirklich nicht die Kollegen kränken, aber die herausgegeben wird, die zweite, die nicht herausgegeben wird, und die dritte, die im Ausland geschrieben wird. Aber zum Beispiel hier in diesem Haufen liegen Bücher eines Kollegen, der zuerst bei Zehe Bucher Verlag publiziert wurde, und jetzt ist er also zu der Einsicht gekommen, dass er also wirklich in Prag erscheinen möchte, und hat also diesbezüglich eine Äußerung gemacht, und er wird verlegt. Ich halte ihn nach wie vor für einen großen tschechischen Schriftsteller. Und ich hoffe, dass auch er Leute, die nicht publizieren oder die sich momentan nicht in der Tschechoslowakei befinden, schreiben, seine Kollegen, auch für tschechische Autoren hält. Weil in dem Moment, wo das Buch von einem einzigen Leser gelesen wird, gehört dieses Buch schon der Literatur, weil dieser zweite Leser kann schon auf dem Grunde, auf der Basis dieses Buches, die Latte der Literatur wieder schon erhöhen. Also ich bin wirklich überzeugt, dass es nur eine Literatur gibt, und ich möchte alles machen, um das durchzusetzen. Es gibt in der Tschechoslowakei ja natürlich noch eine besondere Art von zwei Literaturen, nämlich mindestens in der Vergangenheit die deutsch-tschechischen Schriftsteller Kafka, Brod, Werfel, Urdizil, Egon Erwin Kisch vielleicht, und die tschechischen Schriftsteller. Und da gab es, ich weiß nicht, ob das richtig ist, kaum einen Berührungspunkt zwischen den beiden. Die einen schrieben Deutsch, werden heute zur deutschen Literatur gezählt, die anderen tschechisch, natürlich zur tschechischen Literatur. Ich war damals ein Kind, aber ich muss entnehmen den Nachrichten, dass dem so war. Nur, diese Literaturen haben sich zwar nicht konkret berührt, aber in der Tat, wenn Sie zum Beispiel zwei führende Werke dieser beiden Literaturen vergleichen, nämlich Josef Schweig von Haschek und Prozess von Kafka, dann werden Sie also erstaunliche Ähnlichkeiten finden. Zu dem Josef K. kommen zwei Herren und sagen ihm, es erwarte ihm ein Prozess. Zu dem Josef Schweig kommt Frau Millerowa und sagt ihm, es erwarte ihn der Weltkrieg. Ja? Immer am Anfang eine Information, die sehr ähnlich ist. Und ich möchte sagen, dass eigentlich es dieselbe Situation ist, nur auf zwei ganz verschiedene Arten beschrieben. Einmal als einer der größten realistischen Romane, einmal als einer der größten Modellromane. Und das bedeutet aber, dass diese beiden Schriftsteller, die großen Bücher zu derselben Zeit praktisch in den Nachbarstraßen geschrieben haben, eigentlich dieselbe Zeit und dieselbe Wirklichkeit reflektiert hatten. Was ist die Rolle des Intellektuellen? Sie kennen natürlich Böll, Sie sind mit Grass befreundet, ich weiß es nicht, aber jedenfalls hatten Sie vor Jahren schon einen Briefwechsel mit ihm, mit Ionesco. Das sind Intellektuelle, sind auch politisch engagiert. Wie sehen Sie die Rolle dieser, obwohl es ja natürlich noch Intellektuelle gibt, die nicht Schriftsteller sind? Ich möchte zuerst also trennen meine persönlichen Kontakte zu den obgenannten, ja, Schriftstellern und Ihre Frage, weil die Frage ist höchst interessant, aber ich kann sie nicht also an Beispiel der obgenannten. Wobei
Jetzt haben Sie auch UNESCO genannt. Dazu muss ich sagen, dass zu meinen schönsten Erlebnissen bei dieser Reise gehörte es, dass ich in Brüssel, wo ich bei einer Premiere beinwohnte, im Hotel saß und plötzlich sagte mir mein Regisseur, ich möchte Sie gerne Herrn UNESCO vorstellen. Der UNESCO, der alte Herr UNESCO mit der alten kleinen Frau UNESCO. Der alte Herr UNESCO ist so groß und die Frau UNESCO ist so groß. Sie saßen dort und ich war so aufgeregt, schrecklich, weil ich ihn kenne seit Jahren, ohne ihn gesehen zu haben. Und es hat sich festgestellt, dass die also nur Französisch sprechen. Vielleicht noch Rumänisch, ich weiß das ganz genau. Und ich natürlich, Französisch gehört zu den Sprachen, die ich nicht spreche. Also wir arbeiteten ein paar Minuten mit Hilfe des Übersetzers. Dann war also die Begegnung aus, weil ich mich nicht traute, wirklich ihn länger zu belästigen. Und dann aber trafen wir uns am nächsten Tage im Lift. Und das war die schönste Begegnung, weil wir haben natürlich die ganzen 6 Stockwerke heftig diskutiert. Er mit mir, ich mit ihm. Wir haben kein Wort verstanden. Es war eine typische UNESCO-Szene. Ja. Nur also ich spielte darin und ich war sehr glücklich, wenigstens darin spielen zu können. Aber das ist natürlich eher eine Anekdote. Die Rolle des Intellektuellen, das ist natürlich wieder ein sehr privates Gefühl. Es ist unbestritten, ohne Zweifel, dass es die Menschenmassen sind, die Massen der Arbeiter, der Bauer, die Massen des Volkes, die die Umstürze und die Revolutionen durchführen. Aber es ist auch ohne Zweifel, dass es fast immer die Intellektuellen sind, die das dann programmieren. Es ist interessant, aber praktisch gehört es zu den Modellerscheinungen, dass man immer, wenn man dagegen ist, da ist man immer gegen etwas ganz Konkretes. Gegen Schach, gegen Junta, ja, gegen eine konkrete Art von Unterdrückung. Aber das, wofür man kämpft, ist immer sehr abstrakt. Das ist Freiheit oder Demokratie. Und das Konkrete dann, das muss dann ein intellektueller Leader beibringen. Und das, da beginnt also die tragische und auch natürlich erhabene Rolle der Intellektuellen in der Geschichte, dass sie sich also wirklich dann so weit beherrschen können, dass sie wirklich den Willen des einfachen Menschen zum Ausdruck bringen können. Das ist natürlich nicht mein Problem. Ich bin kein Intellektueller an der Macht. Ich habe andere Probleme, nämlich ich beschäftige mich logischerweise mit den Aufgaben der entmachteten Intellektuellen. Und da hat man in der Geschichte 2 große Beispiele. Das wäre der unser tschechische Meister Johannes Hus, von dem ich jetzt mein erstes und sicherlich letztes historisches Stück schreibe, weil es eine unheimliche Arbeit. Ein Mann, der eigentlich der Meinung war und die Meinung auch dann demonstrierte, dass man eine erkannte Wahrheit auch bis und über den Scheiterhaufen verteidigen muss. Und dann der Galileo Galilei, der die Überzeugung demonstrierte, dass man eine erkannte Wahrheit sogar leugnen darf, damit man sie auch weiterhin lehren kann. Das ist natürlich die prinzipielle Frage. Und ich muss nur sagen, ich bin glücklich, dass ich noch nie in einer Situation war, wo ich diese Wahl persönlich treffen müsste. Sie sind ein Intellektueller, aber Sie sind für uns vielleicht noch viel mehr ein Schriftsteller. Und zwar ein Schriftsteller zwischen zwei Welten, zugehörig auch zu zwei Welten. Wie sehen Sie sich selbst? Was ist heute Ihr Credo? Herr Gauci, nach Credo zu fragen, das ist natürlich... Es ist nicht gewagt zu fragen, es ist gewagt zu antworten. Wenn ich meine junge Poesie lese, nach 30 Jahren, das ist die Poesie aus der Zeit, von der wir heute gesprochen hatten, dann muss ich nur sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war auch ein Credo. Wobei ich betonen muss, dass ich das oh Gott, oh Gott, oh Gott nur zu dem blinden Glauben sage. Nicht zu den Prinzipien, die ich damals also
damals und vielleicht auch heute verfolgt hatte. Ich versuchte danach, wenn ich schon älter und erfahrener war, versuchte alles zu machen, dass ich es mir schon nie mehr sagen muss, wenn ich mein Credo mit einer Zeitverschiebung, Zeitverspätung lese. Sie haben mir jetzt die Möglichkeit gegeben, vor dieser Sendung praktisch alles oder fast alles zu sehen, was in verschiedenen Archiven enthalten ist, meine Äußerungen zu verschiedenen Sachen. Da sind natürlich viele Sachen drin, die also nur eine begrenzte Aktualität hatten, aber es war eine Erleichterung für mich, Sie waren ja dabei, festzustellen, dass diese alle Äußerungen diesmal wirklich einen gemeinsamen Nenner haben. Und das alles sage ich nur deswegen, weil wenn ich jetzt zu dem sogenannten Credo spreche, dann möchte ich gerne, dass, wenn ich das als unverbesserlicher Optimist, muss ich sagen, in 5 oder 10 Jahren wieder mal mir anhören kann, dass ich nicht oh Gott, oh Gott, oh Gott sagen muss, sondern dass es wieder stimmt. Bevor ich beginne, muss ich Ihnen jetzt verraten, warum ich eigentlich auf den August haben wollte. 3 Gründe habe ich schon genannt. Der 4. ist der folgende Grund. Ich habe das Gefühl, dass in dieser kurzen, sekundenlangen Szene, die also damit dieser erste Mitschnitt endete, wie der August in die Manege kommt und den Kreis macht und wieder verschwindet, das ist natürlich eine Parallele einer ganzen Augustentätigkeit, ist aber gewissermaßen auch eine poetische Parallele eines menschlichen Lebens. Der Mensch, wie schon gesagt heute, wird von einer unbekannten Kraft, nicht, dass er das wollte, in die Manege, in das Leben gerufen und läuft seinen Kreis, erfüllt seine Aufgabe oder nicht erfüllt und verschwindet. Wir wissen nicht, wo. Und dieser Kreis ist ein Kreis, den auch ich laufe. Ich laufe ihn jetzt das 51. Jahr und ich bin wieder kein so großer Optimist, um nicht zu wissen, dass ich den größten Teil des Kreises absolvierte. Ich habe schon andere hinter mir, nicht sehr gelungen. Dann habe ich ein paar Intermezzi, gelungen, nicht gelungen, ein paar Clown-Szenen, ein paar Kunstauftritte, ziemlich erfolgreich. Was übrig bleibt eigentlich, ist die Schlussnummer. Ich möchte gerne, dass die Schlussnummer wirklich gut ist. Und deswegen also wirklich denke ich darüber nach, was eigentlich das Credo wäre. In den 50 Jahren, wo ich auf der Welt bin, hat sich die Welt wesentlich verändert und es muss gesagt werden, auch zum Besseren. So absurd es klingen mag, gibt es heute wenigere, die hungern und wenigere, die versklavt sind als vor 50 Jahren. Ja, sogar leben wir schon beinahe 35 Jahre ohne den Großkrieg. Auf der anderen Seite aber hat sich die Bevölkerung verdreifacht. Bald, weil die Städte wachsen so schrecklich, dass bald die Kühe fragen werden, wo ist das Gras? Und der Boden, die Erde wird fragen, und wo ist das Brot? Und Wasser müssen wir schon jahrelang filtrieren. Öl geht aus, die Luft stinkt, die Roboter werden immer aufdringlicher, die Computer immer frecher und vor allem die Mittel, mit denen man die Welt vernichten könnte, sind heute beinahe so stark, dass man wirklich die Planete in Luft sprengen kann. Das will sich nicht glauben, aber wir leben am Rande einer Katastrophe und die ist so zum Greifen nah, dass sogar wir sie erleben können, geschweige denn unsere Kinder und unsere Enkel. Und ich sage Ihnen, Herr Gauci, ich bin bereit, mich
mit jedem zu verbinden, der bereit ist, diese Katastrophe abzuwenden. Und ich bin gegen jeden, der sie vorbereitet, in einer kindischen Vorstellung, weil er sich also so mächtig fühlt, dass er davon kommen kann. Jetzt können Sie mit Recht sagen, also endlich tanzt er ohne Seil und sogar in der Luft, weil das ist natürlich wirklich wahnsinnig kompliziert. Und was kann man dafür eigentlich machen? Und ich muss Ihnen zugeben, man kann sehr wenig machen und ich kann noch weniger machen. Aber eines habe ich doch gemacht, nämlich ich habe auf mich zum Beispiel das Risiko dieser Live-Sendung genommen und vor allem das, dieses, wenigstens hier, sagen zu dürfen. Ich fühle mich ab und zu sehr allein, weil ich ein Einzelgänger bin, aber ich habe eine große Hoffnung. Ich habe das Gefühl, dass es überall auf der Welt hinter diesen Fernsehlinsen ähnliche Einzelgänger gibt, die anderer Herkunft und anderer Meinungen sind, aber eines wollen sie auch, dass das Leben erhalten bleibt. Und denen allen würde ich sagen, man soll vielleicht das Kleinste machen, aber etwas machen, dass die Katastrophe nicht passiert. Wenn ich könnte, würde ich einen Slogan mir ausdenken, oder ich denke ihn mir aus: Einzelgänger aller Länder, vereinigt euch. Pavel Korut, ich sage Ihnen in sehr großer Herzlichkeit Dank für dieses Gespräch. Wir haben einen Abgesang zu diesem Gespräch. Das ist auch, was Sie gewünscht haben. Nämlich, es ist der Schluss Ihres Stückes August, August, August. Und da sollten Sie vielleicht zuhanden unserer Zuschauer mit zwei Worten noch schnell skizzieren, was in dem Stück seit dem Anfang bis zum Ende vorgefallen ist. Der August, der dumme August, will einmal die Paradenummer des Herrn Direktors vorführen, die acht weißen Lipizzaner dressieren oder frisieren, wie er sagt. Der Herr Direktor stellt ihm eine Reihe von Bedingungen, von der, dass er eine Visitenkarte haben muss, über die, dass er eine Frau und Kind und zum Schluss einen Zirkus haben muss. Und der August erfüllt alle diese Bedingungen mit Hilfe seiner Fantasie. Es ist daraus eine Reihe von Paradenummern. Und schließlich bleibt dem Herrn Direktor nichts anderes übrig, als auch den Wunsch dem August zu erfüllen, nämlich ihn die acht weißen Lipizzaner dressieren zu lassen. Da beginnt man um die Manege herum ein Gitter zu bauen. Möge es dem August gelingen, auch das zu sagen, was es mir in diesem Gespräch nicht gelungen ist. Ah, das ist schön, das ist schön. Papi, Moment. Was gibt es, August? Wie sollen die Lupizzaner hier durchfutschen? Moment! Herr Direktor. Was ist los, August? Herr Direktor, wie sollen die Lizipaner da durchfutschen? Die werden sich klein machen. August? Ah, Moment! Was gibt's, Lulu? Komm weg. Warum? Mir wird's so eng. Lulu, du musst dich auch klein machen. Du musst für mich in der Galosche sitzen. Dann soll wenigstens der August raus. Also, August! Moment! August! Was gibt es, Lulu? Was war das, August? Moment. Herr Direktor! Was ist los, August? Herr Direktor, was war das? Die Lipizzaner können es kaum erwarten, August. Die haben aber komische Stimmen, Herr Direktor. Ja, die freuen sich, August. August? August! Moment! Ja, was gibt's denn, Lulu? Ich freue mich schon auch. Na los, August, fang an! Moment!
Direktor. Was ist denn noch, August? Herr Direktor, sperren Sie mir bitte auf. Warum denn, August? Ich muss was holen, Herr Direktor. Na, bitte. Was musst du denn holen? Ich muss Atem holen, Herr Direktor. August! Moment. Was gibt's denn, Lulu? Warum geschieht nichts, August? Gleich geschieht alles, Lulu. Also, August! Moment. Moment. Was willst du denn noch, August? Herr Direktor, ich muss mal. Nein, jetzt wirst du schon aushalten. Nein, ist ja ohnehin gleich alles vorbei. Ich halt's vielleicht nicht mehr aus, Herr Direktor. Na ja, lach dich schon aus. August? Ja. August? Warum lacht der August? Weil ich Success habe. Warum weinst du dann, August? Weil ich so froh bin. Lulu. Warum? Weil du in der Galosche sitzt. Warum? Weil ich die 8 weißen Lizipada für dich frisiere, Lulu. Warum? Weil ich dich so gerne lieb habe, Lulu. Das ist schön. Das ist schön. Fertig, August? Moment. Gefällst mir, August. Sieh mir auch, Herr Direktor. Nehmt euch in Acht, August. Sieh uns auch, Herr Direktor. Der Zirkus Holzknecht verabschiedet sich von Ihnen aufs Herzlichste und wünscht Ihnen viel Glück für den Heimweg und für unser aller gemeinsamen Weg in die Zukunft.